Und da sind wir auch. Wow. Schon wieder zurück fallen lassen. Ja, und machen hier im Bunker weiter. Das habe ich nämlich eben hier gesehen, dass eben gestern, in dem Falle für euch, dass wir hier rüberklettern können. Sehr cool. Und dann kommen wir auch da an, wo wir eigentlich hin wollten. In diese Etage. Geschafft. Durch diese Türe hier. Das scheint der Weg hinauf zu sein. Oder was davon übrig ist. Und bevor ich den Weg erforsche, gucke ich mir das hier einmal an. Mal krass, noch ein großer Raum. Wir sind jetzt auf Etage 3. Alles mal anschauen. Keine Leichen, wo sind die denn alle gestorben? Da. Plöpp. Und wieder etwas gesammelt, das wir später veröffentlichen können. So, ist das hier so ein komisches Ding zum drauf rumdrücken? Nein. Noch eine Kiste. Da haben wir was. So, die Fastbetriebsprotokolle alle mitnehmen. Die Menschen waren also wütend auf Pharaoh, auf das Unternehmen. Sie haben ihm an irgendetwas die Schuld gegeben. An etwas Schlimmem. Tja, was war das wohl? Vielleicht die Zerstörung der Welt oder so? Oh, da ist ein Terminal. Ich weiß nicht, ob wir schon hier sein sollten, aber da sind ein paar grüne Knöpfe. Und wie das so ist, meine Neugier überwiegt und ich drücke jetzt einfach da gleich überall drauf und guck, was passiert. Bam. Der BOR-7 Horus. Stellen Sie sich vor, dass Ihr gesamtes Einsatzökosystem von einem lernenden Hochgeschwindigkeitsmaschinennetzwerk verwaltet wird. Ob Sie Gefechtsverluste ausgleichen müssen oder eine Truppenverstärkung ansteht. Die eingebaute Produktionsfähigkeit des Horus sorgt dafür, dass Sie nie wieder auf die nächste Waffenlieferung warten müssen. Passen Sie die Truppenparameter an und der Horus stellt Zusatzeinheiten her, um die Reihen aufzufüllen. Und das zu einer erschwinglichen Lizenzgebühr pro Einheit. Zwischenzeitlich sorgen die Biomasse-Umwandlungssysteme anderer Chariot-Modelle dafür, dass der Horus mit Treibstoff versorgt und repariert wird, sodass er allzeit bereit ist. Damit verfügt er über eine höhere Betriebstoleranz als jedes Konkurrenzmodell der Titanenklasse. Das ist der große Vorteil des Horus. Immer selbstregulierend, immer bereit. Die wahrgewordene Zukunft der automatisierten Kriegsführung. Der Metallteufel. Er war also auch eine Pharaoh-Maschine. Produktionsfähigkeit. Sie konnten sich also selbst herstellen? Wie soll man sie denn jemals aufhalten? Gar nicht. Immer wenn einer fällt, werden sie neu produziert. Das haben die ja gerade gesagt. Das ist ja krass. So, nächstes Holo-Ding. Der ACA-3 Scarab vereint konventionelle und Informationskriegstechnologie in einem Paket. Konzipiert als Hochgeschwindigkeitsaufklärer für jedes Gelände, bietet er die weltweit höchste Überlebensfähigkeitsrate unter den autonomen Einheiten der Speerklasse. Vielleicht liegt es an den Notfall-Biomasse-Umwandlungssystemen des Scarab, durch die er immer wieder in seine Basis zurückfindet, selbst wenn seine Treibstoffversorgung unterbrochen wurde. Oder es liegt an seiner Fähigkeit, feindliche Roboter dem eigenen Netzwerk zu unterwerfen. Das ist echte Truppenvergrößerung. Dazu kommt der Manipulator-Greifarm, der eine Vielzahl von Funktionen erfüllt. Vom umfassenden nicht-letalen Aufruhrmanagement bis hin zu chirurgischen Reparaturen verbündeter Chariot-Modelle. Das macht den Scarab zum Arbeitstier jeder hochmodernen Friedenssicherungsflotte. Der Verderber. Feindliche Roboter dem eigenen Netzwerk unterwerfen. Klingt, als ob er so Maschinen verderben kann. Okay. Sehr interessant, wie sie die Welt so sieht, wie wir sie halt kennen. Netzwerke. Ja gut, so krass mit den selbst bauenden Maschinen und so sind wir ja noch nicht, aber wer weiß, wo uns die Zukunft noch hinbringt. Also in real life. Der FSP-5 Kopesh ist die perfekte Universallösung für ultimative Kampfkraft. Das verwendete Metamaterial bietet eine unübertroffene Rückstoßdämpfung.
sodass jedes Waffenpaket eingesetzt werden kann, das ihrem Budget und ihrem Konfliktlösungsprofil entspricht. Patentierte Biomasse-Umwandlungssysteme ermöglichen erweiterte Notfalleinsätze bei minimalen Umweltauswirkungen. Die multilineare Zielerfassung bietet simultane Echtzeitbedrohungsanalyse und juristische Überprüfung bei autonomen Inlandseinsätzen. Die Kontrolle kann aber auch dem neuralen Schwammnetzwerk für waffenfreie Gewaltanwendung überlassen werden. So oder so, wenn die Lage nach schwerem Gerät ruft, ist es Zeit für den Kopesch. Der Todbringer. Das war also ihr Schläger. Ultimative Kampfkraft, allerdings. Sehr interessant. Es ist so krass, dass die einfach alles automatisiert haben. Im Grunde haben nur noch die Roboter gekämpft und ich glaube, das ging nicht gut aus. Ja, ne, was heißt, ich glaube, ich sehe es ja. Die Welt ist hin. Also, fast hin. Hat sich ja doch irgendwie was weiterentwickelt. So, jetzt können wir aber hoch. Gut, dass wir da noch in den Raum reingegangen sind und ein bisschen über die Maschinen erfahren haben. Somit aber auch über die Bauweise, was die Funktionen waren. Also, die ursprünglichen. Jetzt ist die Funktion, einfach durch die Wildnis zu streifen. Einmal ganz hochklettern. Nicht runterrutschen, hochklettern. Genau. Und die Leiter hoch. Und da wären wir. Und, hoch. Das wird ein weiter Weg nach oben. Fast überall gefrorenes Metall. Dr. Srubik macht es mir nicht leicht. Ah, vielleicht Wenn Aufzug? Pflanzen sich hier oben festhalten können, werde ich es wohl auch schaffen. Oh ja, ein paar Handschuhe wären super gewesen. Stimmt, arschkalt. Mal mit der Zunge einfach ans Metall packen. Moment. Könnten wir weiter hoch? Können wir da noch weiter hoch? Wir können und wir sollen auch, aber ich guck mal kurz hier zwischendurch, was es da so gibt. Nein, hier, da will ich stehen. Da will ich einmal raus und gucken. Tja, wir können beide Wege nehmen, okay. What? Damit habe ich nicht gerechnet. Wir müssen einfach nur höher. Das ist das Ziel aktuell. Oh, da liegt was. Yeah, ein Audio-Ding. Eine Krise, die anfing, als sie nicht autorisierte Angriffsoperationen gegen Roboter und Mitarbeiter des Harz-Timor-Energiekonzerns starteten. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass diese Krise übertrieben wurde. Wurde sie leider nicht. Die Friedenswächter haben nicht auf Rückzugkurs reagiert und alles deutet darauf hin, dass sie sich gerade rasant replizieren. Ich kann Ihnen versprechen. Und ich gebe hier mein Ehrenwort, dass ich bereits alle verfügbaren Ressourcen eingesetzt habe, um dieses Problem schnell zu lösen. In den nächsten Tagen oder Wochen übles Gerede über das Unternehmen. Denken Sie daran, dass wir diese Krise überwinden. Es wird vorbei sein. Friedenswächter. So haben Sie Ihre Maschinen genannt? Sie wurden doch für den Krieg gebaut, nicht für den Frieden. Ja, und das ist ja so. Der Krieg wird meist auch einfach nur genommen, dass man sagt, man will in den Gebieten, wo man den, ja, mit Krieg sich einsetzt, wieder Frieden herrscht. Meist sieht es halt anders aus, aber ich gehe nochmal zurück. Also auch wenn ich jetzt, ich möchte einfach nur wissen, nicht, dass wir irgendwie, doch falsch gehen. Vergiss die Kälte. Stell dir vor, wie die Sonne deine Haut wärmt. Guter Plan. Wow. Wow. So, einmal hier und jetzt gucke ich mir mal kurz trotzdem an. Wir können auch da hochklettern. Ja, das ist doch doof. Ich kann zwei Wege nehmen und will eigentlich beide gehen. Kann man sich mal kurz eben aufteilen. So, hier ist jetzt aber Ende im Gelände. Oh oh. Da geht's tief runter. Nein, da geht's. Wow. Ich dachte, man könnte da durchspringen. Unsichtbare Wände. Alles klar.
Okay, hier kommen wir jetzt auch da raus. Ernsthaft? Okay, alles klar. Ich bin beide Wege gegangen und bin am selben Ausgangspunkt wieder rausgekommen. Einmal kurz hier runterschauen. Wow. Das Meer. Da spiegelt sich die Sonne. Haben die also dran gedacht? Finde ich sehr gut. Und weiter rauf. Ist das hier richtig? Nicht so hundertprozentig. Ich sehe nichts mehr. Wo sind wir? Okay. Ach, das ist richtig. Uiuiui, Kletterpartien. Na, ein falscher Griff und wir sind tot, würde ich sagen. Okay. Eine Vorratskiste. Wer verstreut denn hier das ganze Zeugs? Und eine Schnellreise. Gibt's hier eigentlich irgendwas? Ne. Wir werden hier nicht wieder schnell hin zurückreisen können. Das heißt, Schnellreise ist nicht die beste Idee. Ah, wir sind eine Etage drüber. Glaube ich. Ups. Ah, da ist was. Das können wir auch direkt mitnehmen. Alle Mann an Deck. Okay. Es sieht so aus, als müssten wir darüber springen. Und das machen wir. Und zack. Hat geklappt. Wow. Moment. Irgendwie... Hä? Kommen wir jetzt eigentlich gerade höher oder sind wir jetzt wieder an der Stelle, wo wir vorher waren? Hm. Nur um sicher zu gehen, ich gucke nochmal, ob das jetzt derselbe Weg ist wie vorher. Ich würde sagen, nein. Aber alle Wege führen nach Rom und da unten ist noch eine komische Kiste. So, verdammt weiter Weg hoch. Hm. So, können wir denn jetzt eigentlich wieder ein paar Pfeile herstellen? Das ist sehr gut. Davon haben wir jetzt auch wieder genug. Tja, ich würde sagen, wir sind so gut wie voll ausgerüstet. Eispfeile, Schockpfeile. Alles klar. Erstmal die normalen wieder ausrüsten. Und ich wette, man kann hier noch einiges erkunden und noch ein paar versteckte Ecken finden, wo ein paar Sachen rumliegen und so. Aber vielleicht irgendwann mehr. Ich möchte jetzt wissen, wie es weitergeht. Na, da kommen wir nicht rüber. Entschuldigung, jetzt habe ich ja doch ausprobiert, ob wir irgendwo gesondert rumlaufen können. Warum bekommen wir hier so viel dabei? Ja, was soll ich mit Steinen? Ach ja, was soll ich mit Steinen? Hui! Mal gucken, ob wir irgendwas treffen. Unten irgendwo ein kleiner Soldat. Bam, tot. Ja toll, jetzt habe ich Steine doch mitgenommen. Egal. Auf jeden Fall ist hier nichts, was wir anlocken können. Rot. Nicht sehr freundlich. Oh, wartet mal. Nope, so nicht. Ich frage mich, ob schon jemand anderes hier hochgeklettert ist. Also aus den aktuell neuen Stämmen, die die Welt momentan bevölkern. Und zack. Okay. So kommen wir hier durch.
Ich hoffe, es ist nicht das Ende vom Spiel, auf das wir uns gerade zubewegen. Also, das wäre jetzt echt schade. Moment. Da ist was. Hier wären wir rausgekommen, wären wir weiter hochgeklettert, glaube ich. Oha. So. Hier noch das Textding mitnehmen. Nein, da ist nichts. Kurz hier reinschauen. Das scheint der Aufzug gewesen zu sein, den wir hätten nehmen können, wenn wir 3000 irgendwie so und so viele Jahre zurück hier eingestiegen wären. Ein Weg nach oben. Und man braucht nur ein paar Griffe. Okay, wenn du was so fröhlich anmerkst, ist das vielleicht... Oh, wir sind oben. Okay, geschafft. Was hier wohl zu finden ist. Doch, ein Schnellreisepaket, falls wir wieder weg wollen. Ich guck mal kurz ein wenig rum. Okay. Das scheint der Firmensitz gewesen zu sein. Die Chefetage. Bevor ich da dran klicke. Eine Kiste! Viel Zeugs. 6 Objekte. Alles, was passt, haben wir mitgenommen. Und da vorne ist noch eine verschlossene Kammer. Dann schauen wir mal. Von diesem Gerät wurden alle Daten gelöscht. Möchten Sie Alpha-Rechte nutzen, um gelöschte Daten wiederherzustellen? Oh ja, ich glaube schon. Eine Datei wiederhergestellt. Scanne den Datenpunkt. Oh. Elisabeth, gut, dass... lange nicht gesehen. Wo sind die Anwälte, Ted? Nicht nötig. Ich habe alle 18 Klagen fallen gelassen. Ich nehme an, deine Daten bestätigen das. Okay, das scheint interessant zu werden. Sollten wir vielleicht was zusammen essen? Ein bisschen reden? Ich kenne dich, Ted. Du hast Mist gebaut, großen, sonst hättest du dich nicht so gedemütigt, damit ich herkomme. Also spuck's aus. Die Chariots haben einen Fehler. Deine Killerroboter? Friedenswächter, ja, die. Dann schalt sie ab. Wirklich gute Idee, Liz, wenn wir könnten. Sie reagieren nicht. Heißt das, ein ganzer Schwarm ist defekt, Ted? Noch schlimmer als das. Alle. Dann zeig mir die Daten. Und ich möchte was essen. Allein. Ted Farrow hat Elisabeth Sobeck hergebracht. Aber sie haben sich gehasst. Eine weitere Datei wiederhergestellt. Sehr nett. Weiter geht's. Das ist kein Fehler. Es ist eine Katastrophe. Ist mir bewusst. Es ist übel. Übel? Himmel, Liz. Es ist nicht übel, Ted. Das ist die Apokalypse. Du hast Killerroboter gebaut. Friedenswächter. Die mit Biomasse-Treibstoff laufen. Nur in Notfällen. Und noch dazu können sie sich selbst replizieren. Beschränkte Selbstproduktion kontrolliert. Jetzt nicht mehr. Die Befehlskette wurde getrennt. Der Schwarm dient jetzt nur noch einer Nation, sich selbst. Glaubst du etwa? Alles andere ist Nahrung. Und so schnell wie sie sich vermehren, Ted, ist die Erde in 15 Monaten kahl. Das ist nicht der Sturz der Zivilisation, das ist Ausrottung. Schon klar, Liz. Wie kann ich es stoppen, wenn es unter Kontrolle ist? Es wird nie unter Kontrolle sein. Du weißt, was ich meine. Ja, bevor alles rauskommt, meinst du. Liz, ich tue alles, was du sagst. Denk weiter nach. Und was immer du empfiehlst, ich tu's. Ich werde dich beim Wort nehmen, Ted. Die Pharaoh-Roboter haben alles Leben auf der Erde bedroht. Aber irgendwie hat sie sie besiegt. Die Welt der Alten ging unter. Aber es gab noch Leben. Sonst wären wir nicht hier. Eine letzte Datei wiederhergestellt. Ja, um kurz mal darauf zurückzukommen, ist ja so, wie ich vermutet hatte. Ne? Die Roboter, die eigentlich für den Frieden gedacht waren und klar, Kampfmaschinen und so weiter,
haben die Codes nicht mehr angenommen und dafür dachte Ted, dass er halt irgendwie ein Backdoor, also Hintertürchen braucht, um wieder auf die Programmierung zuzugreifen. Hat aber nicht funktioniert, was die aktuelle Welt uns zeigt. Mal gucken, was so weiter passiert ist. Projekt Zero Dawn. Himmel, Liz. Es muss doch anders gehen. Wenn ich eine bessere Lösung für dein Problem hätte, würde ich es sagen. Aber das... Ich wollte ein Heilmittel von dir, aber das hier ist doch schlimmer als die Krankheit. Nein, Ted. Es ist furchtbar, aber die einzige Chance. Und jetzt unterschreib es. Unterschreiben? Das kann ich nicht. Doch, du kannst. Das, Liz, ich kann das nicht guten Gewissens unterschreiben. Du hast die Wahl, Ted. Ich weiß. Ich spreche mit dir aus einem VTOL unterwegs zum US-Roboterkommando. In 15 Minuten treffe ich General Harris und die anderen Stabschefs. Was? Bist du verrückt? Es liegt an dir, was ich dann sage. Unterschreib und ich sage, dass das reichste Unternehmen der Welt die Finanzierung von Zero Dawn garantiert. Genau nach meinen Vorgaben. Oder nicht? Und ich sorge dafür, dass sie und alle Welt erfahren, was tatsächlich passiert ist. Himmel, Liz, du musst mir nicht drohen. Ich unterschreibe. Sieh es positiv, Ted. Jetzt kannst du tun, was du schon immer am besten konntest. Die Zeche zahlen, wenn andere die Drecksarbeit machen. Gott, vergib mir. Was war an ihrer Lösung so furchtbar? Was hat sie getan, um die Roboter aufzuhalten? Exekutivzugriff erkannt. Schnellaufzug geöffnet. Oh, sehr schön. Ein Schnellaufzug, der anscheinend im Arsch ist. Ja, was haben sie getan? Wäre jetzt echt interessantes zu erfahren. Vielleicht die Ausrottung der Menschheit, um einfach den Robotern die Nahrung wegzunehmen und einen Teil der Menschheit irgendwie in Kryokapseln zu verstecken. Zum Beispiel hier, wo wir draus kamen, aus dem... Wie nannten sie es? Mutterdingsterbumster? Aus dem Mutterberg? Wäre eine Erklärung und naja, das ist halt die Welt, die dann von den armen Leuten übrig geblieben ist, die halt, ja, keine Ahnung, zerstört wurden? Ein Fallout? Keine Ahnung, wir schauen uns das an. Ich denke mal, gleich meldet sich wer zu Wort. Das macht keinen Sinn. Sobek war nicht meine Mutter. Das ist viel zu lange her. Die ganze Suche und ich weiß immer noch nichts. Mehr fällt dir zu der ganzen Geschichte nicht ein? Du jammerst wie ein Kleinkind? Oh, wirf mir das nochmal vor, von Angesicht zu Angesicht. Wie du willst. Hast du wirklich keine Ahnung, wie monumental diese neuen Erkenntnisse sind, Aloy? Ich hatte mehr erwartet. Ah, oh, du hast ein Gesicht. Hast du auch einen Namen? Von allen Fragen, die du stellen könntest, diese wählst du aus? Ich habe jahrzehntelang die Ruinen der Alten durchsucht, um herauszufinden, was mit ihnen passiert ist. Schon lange habe ich geahnt, dass Pharaoh-Roboter ihre Welt zerstörten. Aber mir fehlten Beweise. In Minuten entdeckst du mehr altes Wissen als ich im ganzen Leben. Und wonach du dann fragst, ist mein Name? Silence. Das ist mein Name. Und wie wär's jetzt mit einer anderen Frage? Nicht ganz so trivial. Okay. Du verstehst nicht. Ich verstehe. Was daran herzlich. Aber wir haben bis jetzt immer die ganzen Herzensdings genommen. Bisher war das immer die besten Wahlen. Aggressiv sind wir auf jeden Fall nicht. Wir wollen ihm ja nichts Schlechtes. Er hilft uns ja. Ich verstehe. Ja, ich verstehe. Okay. Silence. Das war deutlich. Ich kam hierher, um mehr zu erfahren über diese Elisabeth Sobek. Und das habe ich. Aber was ist meine Verbindung zu ihr? Und warum will die Eclipse mich töten? Und wer ist Hades? Keine Antworten. Nur immer noch mehr Fragen. Ganz genau. Und darum ist es Zeit, deine Untersuchung auszuweiten. Nur dann erkennst du, wie groß deine Probleme wirklich sind.
Was genau versuchst du mir zu sagen? Du hast ein persönliches Rätsel in große Geheimnisse gejagt. Ihn gemeinsam ist deine Verbindung zu Elizabeth Sobeck. Aber was ist die Verbindung? Sie kann nicht meine Mutter sein. Sie lebte vor Jahrhunderten. Das ist unklar. Noch. Wir finden es nur heraus, wenn wir weitermachen. Wenn wir noch mehr entdecken. Dank dir wissen wir jetzt, dass Pharaoh-Roboter einst alles Leben auslöschen wollten. Doch das passierte nicht. Die Zivilisation der Alten wurde zerstört, aber das Leben nicht. Offensichtlich. Also, was hat Elizabeth getan? Wie konnte sie die Roboter aufhalten, bevor das geschah? Was war Projekt Zero Dawn? Genau das ist die Frage. Und bist du bereit, die Antwort zu suchen? Ja, natürlich. Und warum stehst du dann noch hier? Es ist kalt? Nicht so schnell, Silence. Du musst mir noch was erklären. Ich habe genug erklärt. Wenn du immer noch Fragen hast, mach schnell. Du verschwendest meine Zeit. Wir haben viele Fragen. Ja, das ist aber auch noch interessant. Wer ist Hades? Soweit ich sagen kann, befolgt die Eclipse nur Befehle. Es ist Hades, der meinen Tod will. Wer ist er? Ich weiß nicht. Die Eclipse beschreibt ihn als verborgenen Schatten, einen Teufel. Das Ding, das draußen zu mir sprach, das den Fokus explodieren ließ. Das war Hades? Das war kein Mensch und keine Maschine. Eher ein Phantom mit schrecklicher Stimme. Sicher ist nur, er will deinen Tod. Wegen meiner Verbindung zu Elizabeth. So ist es. Hades erweckt mit Hilfe der Eclipse Pharaoh-Roboter. Doch wenn Elizabeth sie vor Jahrhunderten stoppen konnte, vielleicht mit Spezialwaffen, könnte Hades fürchten, dass ich das Gleiche tue. In einigen dieser alten Dateien gibt es Hinweise auf die Entwicklung von sogenannten Superwaffen. Um die Roboter zu stoppen, zerstörte sich die alte Zivilisation vielleicht selbst. Wenn jetzt genug geredet ist, geh endlich los. Oh nein, ich fange jetzt erst an. Du nutzt schon die ganze Zeit meinen Fokus. Du riskierst nichts und ich riskiere alles. Ich muss nur dieses Ding von meinem Kopf nehmen und du bist blind, taub und stumm. Also beschwer dich nicht. Beantworte meine Fragen. Also gut. Fahr fort. Okay, okay, gehen wir mal auf die Pharaoh-Roboter ein. Und du weißt schon länger, dass die Pharaoh-Kriegsmaschinen die alte Zivilisation zerstörten? Es wies einiges darauf hin. Doch bisher war mir nicht klar, wie gefährlich sie waren. Dass sie Biomasse in Treibstoff umwandeln konnten und der Horus-Roboter selbst herstellen konnte. Wie eine kleine Brutstätte. Aber die Roboter, die wir gesehen haben, die Verderber und Todbringer, die können das nicht. Noch nicht jedenfalls. Bisher waren das auch alles beschädigte Modelle. Wer weiß, wozu sie intakt in der Lage sein werden. Nicht schlecht. Deine Absichten. Wer bist du, Silence? Und was sind deine Absichten? Du machst das hier jetzt wirklich persönlich? Ich bin ein Wanderer, der seinen Stamm schon vor langer Zeit verließ. Ein Erkunder verbotener Orte, Sucher nach altem Wissen. Wie ich bereits sagte. Warum weißt du so viel über die Eclipse? Tatsächlich weiß ich vieles über viele Dinge. Wenn du aber wissen willst, ob ich für die Eclipse arbeite, ist die Antwort nein. Ich bin voll und ganz unabhängig. Sehr gut. Ob er vertrauenswürdig ist, naja, werden wir noch sehen. Vielleicht ist er Hades. Du hast mich mit dem Fokus ausspioniert. Wie ist das möglich? Jeder Fokus sendet ein Signal, Stimmen, die nur andere Fokusse hören. Ich weiß, wie man diese Stimmen verknüpft, damit sie miteinander reden, kommunizieren, auch über große Distanzen. Und wie hast du das gelernt? Jahre des Studiums und der Experimente. Im Prinzip ist es so ähnlich wie Maschinen zu überbrücken. Ich überbrücke Fokusse. Und du kannst auch durch Fokusse der Eclipse spionieren? Für gewöhnlich.
Aber die Überbrückung ihrer Verbindung ist kompliziert. Okay. Besteht denn die Möglichkeit, dass Elisabeth Sobeck noch am Leben ist? Das ist unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. In einigen der alten Dateien werden lebensverlängernde Methoden erwähnt. Pharmazeutika zumeist. Ein altes Wort für Medizin. Aber manche experimentierten auch mit dem Einfrieren und Auftauen von Menschen. Mit dem Einfrieren von Menschen? Kryogenik nannten sie das. Aber es gab Probleme damit. Bei Elisabeths technologischem Scharfsinn kann ich nicht ausschließen, dass sie einen Weg gefunden hat, unsterblich zu werden. Doch das ist Spekulation. Zeitverschwendung. Na gut, dann haben wir alle Fragen beantwortet bekommen. Elisabeth sagte Ted Farrow, sie sei unterwegs zu einem US-Roboterkommando, um von Zero Dawn zu erzählen. Der Ort existiert noch. Als Ruine. Die Osseram nennen sie Grabhort. Grabhort? Heiterer Name. Du findest ihn im Ostgebirge, begraben unter den Resten eines Metallteufels. Oder besser gesagt BOR 7 Horus, wie wir gelernt haben. Ich melde mich, wenn du dort bist. Na wunderbar. Eines Tages treffen wir uns persönlich. Und dann hast du hoffentlich bessere Manieren. Von der fernen Vergangenheit. Tja, also, runter wird es immerhin wesentlich schneller gehen als hier rauf. Und jetzt klar. Zum US-Roboterkommando. Die Geheimnisse von Zero Dawn enthüllen. Also ich kann das auf jeden Fall beschleunigen mit dem Runterkommen. Nur ob wir das überleben werden, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass wir am Ende der Folge angekommen sind. Bis jetzt wirklich eine meiner Lieblingsfolgen. Wir haben so viel über die alte Welt, ja, was heißt so viel? Also viele, viele Geheimnisse. Nein, noch mehr Fragen gesammelt, eigentlich, die aufgekommen sind, aber wenigstens ein wenig von der Geschichte mitbekommen. Und wir wissen jetzt, zumindest verdachtmäßig, was in der alten Welt vorgegangen ist. Und wir werden auch schauen, ob sich mein Verdacht bestätigt, dass dieser Zero Dawn quasi ein nuklearer Fallout vielleicht war und die Menschheit ausrotten sollte, um vielleicht die Nahrung und die Maschinen zu zerstören. Und ja, anscheinend kann es ja sein, dass Elisabeth unsere Mutter ist. Wir werden es sehen. Bis dahin. Ciao, Leute.